So, da sind wir wieder. Finden Sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken? Ja, stimmt. Genau, das müssen wir jetzt machen. Ja, ich habe eine kleine Pause gemacht. Also, ja. Jetzt geht's weiter. Für mich, für uns, für alle Anwesenden. Es ist echt die Frage, was wir machen müssen. Wir gucken mal ganz kurz hier. Hier wird doch sicher irgendwas angezeigt. Okay. Zugriff auf rechten. Zugriff auf linken Speicher. Oh, wartet mal, was? Also hier haben wir ja den Knopf. Den haben wir ja betätigt. Ich glaube, wir müssen irgendwie da an diesen Terminal zugreifen. Ach, hier haben wir noch einen. Ah. Das ist gut. Jetzt haben wir beide von denen betätigt. Und das brachte mir jetzt was? Ist das jetzt leichter geworden? Signal verloren. Naja, er ist immer noch so schwer. Boah. Boah, ist das heftig. Okay. Wir haben jetzt beide betätigt. Tür ist immer noch verschlossen. Aber wir gucken mal, ob wir jetzt auf die Terminal zugreifen können. Weil für irgendwas müssen die Schalter ja gut sein. Ah. Jo, jetzt können wir darauf zugreifen. Hat das nicht gezählt? Doch, ne? Ja. Ich glaube, der linke, der kommt jetzt gleich von hier oben. Da kommt er. Den da unten schnappen wir uns auch nochmal. So. Was hat uns das jetzt gebracht? Ist das jetzt zu hinter uns? Jo. Nee, doch nicht. Wir müssen aber wieder auf die andere Seite und das gleiche, glaube ich, bei dem anderen Terminal auch noch machen. Und dann haben wir es wahrscheinlich leichter. Hier an dem Sicherheitsterminal. Da hinten. Oh, jetzt hängt der anders herum. Benutzen. Ach, das schon wieder. Oh, warte. Wartet. Habe ich richtig gehabt? Ah ne, das erste Mal war nicht richtig. Jetzt. Jo. Sollte mir das Leben leichter machen. Sexon-Experte 5 von 10. Aha. Kleines Erfolgfortschritt. Ah doch, war die richtige Seite. Gut, bevor wir das jetzt aktivieren, wer weiß, was danach sich öffnet. Ja, und was dann alles auf uns zukommt. Speichern wir. Okay. Ja, gut, dann. Mal gucken, wie einfach es jetzt ist. Ja, jetzt ist es wieder ganz normal. Oh, oh. Oh, oh. Trotz all dem. Ja, ich sag ja. 5 Sekunden weniger und das wäre richtig spannend immer. Ziehen Sie Apollo zu Rate. Ich bin mal gespannt, was die so dazu sagen. Ja. Wo, was ist denn hier los? Hier vibriert alles. Ach so. Ah, wir müssen abwarten. Das ganze Ding erhebt sich. Müssen wir jetzt da... Ah, da geht eine Tür auf. Da geht eine Tür auf. Komm, speichern brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nachdem wir los sind, das kann nicht wahr sein. Kommunikation unterbinden? Hundesöhne.
Ja. Es ist nicht auf der verdammten Station. Was? Wie negativ. Scheiße. Hä? Wie negativ? Untersuchen Sie den zentralen Reaktor. Warte mal. Wir haben jetzt gesagt, die Kreatur ist nicht mehr hier auf dem Schiff. Und dann kam die Antwort negativ. Verlassen Sie Apollo unterhalb des Kerns. Ach so. Okay. Ist es etwa doch noch hier? Oder irgendetwas anderes? Wir bauen bessere Welten. Naja. Bisher war sie komisch. So. Ja. Interessant, was hier nicht so alles verbaut ist zum Maschinenraum. Warte. Apollo primäres Interaktionslog. Klasse menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Ausgehende Nachricht an Vertreter von Valen Yutani erhalten und überwacht. Klasse. Klasse. Kommunalmarsch. Schadensbericht. Vorübergehende Notfallmaßnahmen in San Cristobal Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen verfügbar. Klasse externe Interaktion. Speeding. Ransom hier. Achso. Aha. Klasse externe Interaktion. Kaufauftrag erhalten. Operationsregelwerk von Valen Yutani erhalten. Verifiziert und installiert. Aha. Schadensbericht. Notfallmaßnahmen in San Cristobal Krankenstation verlängert. Keine weiteren Informationen verfügbar. Ripley, aber warte, das lesen wir doch noch. Gefahreneindämmungsalarm, unbestätigte Scans im Reaktorsystem. Höchste Priorität, Organismus schützen. Stationsquarantäne aufrechthalten, Kommunikation unterbinden. Neue Einwohner, die von Synthetenpersonal im Apollo-System eingetragen werden. Ripley Amanda, zweites Stockwerk, Taylor Nina, viertes Stockwerk, Samuels Christopher, drittes Stockwerk, ersetzbar. Klasse Gefahreneindämmungsalarm. Mögliche Gefahr für Organismus im Gefahrenlabor vom Projekt KG 348. Gefahreneindämmungsalarm auf Omega erhöht. Krass. Was für ein Log hier erstellt wurde. Kein Aufsehen erregen. Spitting. Ransom hier. Nachdem Valen Yutani Aufkauf ist. Aufkauf? Was ist das denn? Nachdem Valen Yutani Aufkauf ist. Es ist wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die von Aufkauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören, schlafende Hunde sollten man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie es sich anders überlegen. Okay, ab nach oben. Oder nach unten. Gehen Sie zu Reaktionskern. Bleiben Sie in Bewegung, jedoch langsam und vorsichtig. Und leise. Stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Reaktor Colin Plant. Untersuchen Sie den Zentralreaktor. Die zentralen Reaktoren. Wie bitte?
Ach ja, wir haben ja. Ach ja. Yo. Mist. Wir haben ja immer noch nicht unsere Weapon wieder. Bahnsystem. Einschalten. Zack. Jo. Mal gucken, wohin führt denn das Kabel? Was habe ich denn jetzt da eingeschaltet? Das Bahnsystem. Hier haben wir auch nochmal was. Ah, Bahn aktivieren. Ja, warte. So. Zwei. Ja, drei. Okay. Ah. Diese Bahn. Ach, damit wir hier vorbeikommen. Ja. Wir hätten sonst nicht hergekommen. Wir können nicht klettern. Hä? Hier sieht man mal wieder diese, ja, man könnte jetzt eigentlich, ne, einen Fuß hier drauf, ein bisschen rüberklettern und käme dann hier hin, aber Protagonisten, die meisten, die können sowas nicht. Die können nicht klettern. Außer in Assassin's Creed. Nee, Workshop. Nö, nö, ich verlasse hier nichts. Oh, wartet. Das habe ich mir gedacht. Nein. Nein, dieses Geräusch kenne ich. Alien? Bist du wieder da? Oh nein, oh, da ist einer. Da ist einer, schnell weg. Ich glaube, das Alien ist wieder da. Nicht, dass ich mich freuen würde, nein. Nein, ich doch nicht. Oh. Steht er da noch? Wie der da steht und wartet. Es gibt Wichtigeres zu tun. Ja, genau. Sag ich mir nämlich auch. Mist, ey. Dreh dich jetzt nicht um. Ach, da ist eine Kamera. Wartet, ist nicht allzu schlimm. Wir schalten jetzt diesmal nicht ab. Renn. Das war close. Nun, der wollte gerade wieder aus seinem Raum raus. Aber das Problem ist, er darf einfach an die Kameras benutzen. Was mache ich? Ich muss als Sneaky vorgehen. Ionenflammenwerfer verfügbar. Wie bitte? Wo kriege ich meine Sachen wieder her? Bei mir ist nämlich gar nichts verfügbar. Weil ich meinen Flammenwerfer nicht habe. Oder was ist gemein mit Ionenflammenwerfer? Da ging ein Alarm ganz kurz. Was lag da? Ich höre aber das... Ich sag euch, ich kenne das Geräusch. Das ist Alien. Hier läuft irgendwas durch die Schächte. Okay, es könnte auch eine andere Person sein. Aber was macht die bitte schön hier? Ah, hinter mir ist einer. Er greift mich sogar an. Er greift mich an. Ich kann nicht aufhören. Aber der zieht nicht so viel. Schnell durch da. Der hat mich ein paar Mal gehittet. Boah. Medikit geben? Hm. Könnten wir. Ich höre die ganze Zeit irgendwas in den Schächten. Aber er kommt nirgendwo runter. Also falls das Alien wirklich das ist, was wir hören, dann bewegt er sich, aber kommt nicht zu uns. Oh, so wenig Medikits nur noch? Ich könnte mir aber wieder ein paar craften. Ah, da steht jetzt einer rum. Wo muss ich denn hin?
Ist gerade ein bisschen doof, dass der da rumsteht. Ich muss wahrscheinlich dadurch. Ah, warte. Er bewegt sich. Wo ist der? Wo ist der denn jetzt lang gegangen? Ah, da. Ich muss einmal wissen, wo lang ich muss. Nirgendwo mehr? Hm? Ach Mist. Ich kann halt durch die Tür nicht durch, oder? Jetzt dreh dich nicht um. Ich kann es gerne versuchen. Vielleicht können wir da irgendwas. Ich glaube eher an der anderen. Ja, ich glaube an der anderen Tür können wir vielleicht was machen. Ansonsten hätten wir da hinten, sehe ich gerade noch eine. Oh, die sieht gut aus. Ja. Er kommt. Ich muss einmal wissen, wo der jetzt lang geht. Oh, oh. Nein! Das ist gerade richtig doof. Ja, aber wäre der jetzt da lang gegangen? Also wären wir jetzt da lang gegangen, wäre doof gewesen. Ich hatte gehofft, er läuft wieder hier zurück. Okay, das kommt zu... Ja? Jetzt läuft nicht der hoch. Oh. Jetzt läuft er da hoch. Oh, oh, nee, das mache ich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt hinter dem Auto, aber... Das ist ein bisschen zu riskant. Okay, jetzt lauf bitte da lang. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt bleibt er stehen. Komm schon. Nein, dreh dich doch nie wieder um. Uff. Ich gehe jetzt da hoch, ist mir jetzt egal. Ja, ist jetzt sowieso gut. Der bleibt nur nicht lange da. Was ist das denn? Ach Mist. Gerät uns frei. Okay, komm, 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 komm. Strumpi. Was muss ich denn hier machen? Gerät unzureichend. Verdammt, hier kann ich aber auch nichts machen. Da liegt was. Schrott. Warte mal, hier läuft irgendein Kabel lang. Ah. Energie. Ah, ich muss die Kabel hinterher. Okay, Energieniveau zu niedrig. Wir müssen die Energie erhöhen. Ich laufe da jetzt einfach die Kabel hinterher. Das Problem ist halt, wir haben ein Mega-Problem, wenn er uns entdeckt. Da muss ich eine EMP werfen. Ah. Hoffentlich hört er das nicht. Ich würde gern so lange wie es geht unbemerkt bleiben. Das spart uns dann ein bisschen an EMP und so ein Zeug. Sehr gut, er geht da lang. Jetzt müssen wir einfach wieder zurück zu dem Punkt. Und ich glaube, dann können wir da hinten den Hebel auch betätigen. Jetzt. Ah, nee. Bis wir das umgelegt haben, hat er sich schon wieder umgedreht. Ach, er läuft da lang. Was? Energie? Oh. Boah. Jetzt, komm. Schnell. Hier ist einfach noch so ein Ding. Und wieder bücken. Bück dich. Bück dich. Wo ist er denn jetzt lang? Ah, da lang. Ja, 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 gut. Weiter, weiter. Okay. Wir haben es bis hierhin geschafft, unentdeckt zu bleiben. Ich glaube, 3 Stück aktivieren, ohne bemerkt zu werden. Passt. Jetzt können wir den Hebel umlegen. Und dann mal gucken.
Dass er es aber auch nicht hört. So, ich glaube, da rein können wir trotzdem nicht. Nee. Oh. Ja. Ah. Ja, das sollte deine Aufmerksamkeit bedürfen. Ich würde sagen, wir rennen einfach jetzt da runter. Oh, oh. Der hat mich gesehen. Alles gut, der kommt hier nicht hinterher. Wäre was Neues. Wenn er das machen würde. Ich habe gerade überlegt, hey, warum ist das Auto jetzt nach oben gegangen? Was hat mir das gebracht? Darunter war ein Schacht versteckt. Ich frage mich, ob Ripley das wusste. Dass da ein Schacht drunter war. Ich werde ihn nicht da reinkriechen, hat er, glaube ich, gerade gesagt. Ich werde ihn nicht da reinkriechen. Yay, mein Pieper macht mal wieder was. Okay, Pieper, du musst mal eben warten. Ich muss mal eben meine Sitzposition wechseln. Oh, eine Telefonzelle. Meine Anwesenheitscheck. So. Okay, das mit den Schachtgeräuschen hat aufgehört. Öffnen Sie das Gitter. Ja, zeig mal. Das Gitter. Okay, Reaktor A, Zugang. Das ist der Reaktorzugang. Kommen wir erst durch, wenn wir das Gitter beseitigt haben. I don't want to receive another of this, oha. Ja, ich kann das wahrscheinlich eh nicht lesen. Nee. Sind irgendwelche Formulare. Munition. Warte mal, die können wir verbauen. Warte mal, hierfür oder was haben wir denn weniger? EMP-Minen. Ja. Ja, dann hierfür, ja. Da. Bück dich! Da steht einfach einer. Der kommt hier hin. Hat er uns gesehen? Das kann doch nicht sein. Ich renne auch nicht, deswegen. Ich renne nicht, guck. Ich laufe ganz normal. Ja, super. Super. Ach, ist er ja immun gegen. Hab ich vergessen. Hä? Was, den kann ich benutzen? Wofür brauche ich denn den Bolzenschneider? Ja, dafür nicht. Aber gab eine Errungenschaft. Kann ich den hier benutzen? Ach, ich muss nachladen. Hä, wie funktioniert das? Jetzt haben wir keine Munition dafür. Hä, was ist live? Was ist los mit mir? Was muss ich tun? Hä, was ist meine Mission? Ich müsste wahrscheinlich wieder da rein, aber der Typ nervt. Ja, komm mit hier hin und lass mich jetzt durch. Das kann doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hätte mich gar nicht sehen dürfen. Punkt. So. Okay. Da war ja direkt hier der Speicherpunkt. Untersuchen Sie den zentralen. Ich glaube, es ging gar nicht um die. Das war ein Bolzenschneider, ne? Irgendwie war das aber ganz komisch. Das kam mir vor wie eine Nagelpistole. Okay, ich hab den Typen hier drin. Das ist ein Problem. Ich muss, glaube ich, auch. Ich glaube, ich habe ein Terminal gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da war ein Terminal. Kann ich mich hier irgendwie verstecken, dass er an mir vorbeiläuft einmal?
Der Typ sieht mich ja überall hier. Ja, der steht ja da. Mist. Der wird mich sehen. Der kommt gleich hier langer laufen. Oh, der ist jetzt in dem Raum gegangen. Vielleicht kann ich mich hier hinter verstecken. Das ist gut. Der ist da drin. Ich kann den, glaube ich, noch nicht einmal doch... Da ist er. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nächstgelegenen Synthet melden. Ja, ja, ich möchte eigentlich, dass der jetzt wieder rausgeht und nach links läuft. Ah, da kommt er. So, und wenn er jetzt links an uns vorbeigeht, kommen wir raus... Jetzt bleibt er doch nicht stehen. Wehe, du drehst dich jetzt um. Wollen Sie mehr über Sevastopol-Sicherheitsvorschriften erfahren? Wenn er sich jetzt wieder umdreht, ne? Okay. Ja, ich kann jetzt noch nicht... Oh, das ist doch zu laut, oder? Oh, das hat geklappt. Ja, da ist halt echt ein Terminal, aber erst müssen wir das hier nehmen. Das nimmt sie automatisch auf. Das könnte echt einen Schaden anrichten. Für was? Ach, da ist Munition. Jetzt schnell, schnell. Oh, der kommt wieder. Nein, ich muss schnell machen. 6, 8, 3, 2. Sicherheitstür, ja. Öffnen. Was haben wir denn da noch? Tür ist jetzt offen. Hoi. Man kann ja nicht in Ruhe mal seine Terminals durchgehen, ne? Alles nicht möglich, egal, die Tür ist jetzt offen. Immer die Waffe. Oh, jetzt müssen wir gucken. Was sagt der Pieper? Hat der gerade Pfft gesagt? Ah, Aufzug rufen, das dauert jetzt noch ein bisschen. Ach, der ist nicht. Der konnte uns nicht mehr folgen. So, was haben wir jetzt hier? Ein Bolzenschneider. Ne, ein Bolzen... Ah. Ein Bolzenschießer. Jetzt macht das Sinn. Ah, da kommt er. Ren hat unver... Der hat aber jetzt lange gebraucht. Ab zum zentralen Reaktor. Ein Bolzenschießer. Habt ihr Tour nie gemacht? Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Oh, Morgenmüsli. Das sieht aber aus, als hätte da jemand getrocknetes Gras reingetan. Ich habe halt gedacht, das wäre ein Bolzenschneider und irgendwie schießt er dann nur irgendwas ab, was aussieht ganz komisch und jetzt macht das alles Sinn. Munition für den Bolzenschneider? Nur der, diesen... Oh, einen Moment. Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief Ende. Oh. Haben wir jetzt alles wieder bekommen? Die Pump, der Revolver. Ah, nee, nicht alles. Der Flammenwerfer ist nicht da. Aber trotzdem gut. Sogar voll nachgeladen. Was ich sagen wollte ist... Verdammt, was war das? Bolzenschneider? Irgendwas war das. Hab's vergessen. Okay. Naja. Hm. Ja, speichern. Gut. Klack, 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 klack. Gehen die ganzen Lichter an. Pump ausrüsten. Ach genau, ich wollte sagen, die gelben, die in diesem gelben Anzug, die sind ja alle irgendwie gegen alles resistent. Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Sehen Sie schon was?
Überwachungssysteme, das Übliche. Na toll. Auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Da steigen sie zur Basis zum Reaktor hinab. Ja. Hoffentlich sind die in dem gelben Anzug nicht auch immun gegen das Ding hier. Gegen unsere Pump. Boah, ist das hier ein Gewumms. Was hier alles drin ist in dieser Stadt. Ja, da kommt der. Ja, der kommt mich direkt empfangen. Ich kann auch noch nicht mal raus hier. Ich kann auch nicht mal raus. Ich muss es versuchen. Nein!